warum ich rückblickend an einer Privatuni studiert hätte. Bei mir war es so, in der Mitte von meinem Abitur habe ich mich damit auseinandergesetzt, okay, wo möchte ich BWL studieren, Rankings gelesen etc., durch Foren rumgestöbert und bin da auch auf die eine oder andere Privatuni gestoßen. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt einmal Studiengebühren angeguckt, direkt die Seite geschlossen und gesagt, na, that's not for me. Rückblickend, dumm gewesen. Am Ende des Tages bin ich natürlich froh damit, wie jetzt hier alles funktioniert hat und so weiter. Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt nochmals 17 Jahre alt wäre beispielsweise, wenn ich einen kleinen Bruder hätte, kleine Schwester oder ganzen Leute bei uns in den Coaching-Programmen, da sage ich schon, hey, haltet dir mal eine Privatuni schon als valide Option offen. Natürlich nur mit dem Wissen, was ich heute habe. Natürlich nur, wenn ich weiß, okay, zum Beispiel die Leute bei uns aus dem Coaching, wenn ich weiß, ich habe da jemanden an meiner Seite, der mich da auch wirklich reinbringen kann, wenn ich diese hohen beruflichen Ziele habe. Ja, all das nur vorausgesetzt, du hast diese hohen beruflichen Ziele. Du möchtest zu den Top-Investmentbanken, du möchtest zu den Top-Strategieberatungen, du möchtest Karriere machen, du möchtest vielleicht mal ein krasses Startup gründen, du möchtest wirklich Gas geben, was erreichen. Nur dann. Aber das war mir damals zum Beispiel schon bewusst, das ist auch den Leuten bei uns im Coaching bewusst, dass sie das machen wollen. Weil dann macht es durchaus Sinn, eine Privatuni unter Betracht zu ziehen. Warum? Nun, wenn du diese langfristige Perspektive hast und weißt, du wirst da sehr, sehr wahrscheinlich reinkommen, wenn du nur Gas gibst, weil zum Beispiel die Karriereberatung, mit der du zusammenarbeitest, hat zig Beispiele, also Dutzende Beispiele, veröffentlicht jede Woche ein neues Beispiel. Du siehst über den Discord noch mehr Leute, die es da die ganze Zeit reinschaffen. Das heißt, du weißt, es ist eigentlich kein Risiko, es liegt einfach nur an dir, du musst einfach nur hart arbeiten, dann wirst du da schon auf jeden Fall einen geilen Job bekommen, wenn du durchziehst. Dann ist ja nicht mehr so, dann ist ja nicht mehr die Frage, schaffe ich es oder schaffe ich es nicht, sondern es ist eigentlich ziemlich gegeben, ich weiß, okay, ich werde es schaffen. Wenn du dort einmal arbeitest, dann wird es nicht so lange dauern, bis du schon mal direkt ein sechsstelliges Jahresgehalt bekommst. Wenn du irgendwie im Investmentbanking einsteigst, dann steigst du vermutlich in Frankfurt direkt mit einem sechsstelligen Jahresgehalt ein, inklusive Bonus. In der Strategieberatung dauert es dann auch nicht so lange, bis du da auf so einem Level bist. Das heißt, wenn du dir mal dann überlegst, okay, Gehalt entwickelt sich immer so weiter, ne? Egal was du dann später machst, Private Equity, Konzern, Startup etc., an Geld wird es vermutlich nicht mehr so krass mangeln dann. Vor allem, wenn du mal die langfristige Perspektive betrachtest. Das heißt, die 40k oder so, was du für so einen Privatuni-Bachelor bezahlst, oder 45k, langfristig ist das ein komplett kleiner Klacks. So. Wenn wir jetzt uns mal überlegen, okay, ich kann entweder an einer Privatuni oder an einer staatlichen Uni studieren. Ich sage absolut nicht, mit einer staatlichen Uni kannst du es nicht schaffen. Natürlich kannst du auch mit einer staatlichen Uni da oben reinschaffen. Definitiv. Ich werde gleich noch ein bisschen drüber sprechen, warum ich dennoch sage, Privatuni kann man sich schon überlegen. So, angenommen, du sagst jetzt, okay, machen wir einfach mal A-B-Split-Testing. Einfach mal zwei Überlegungen. Variante A, du studierst staatlich. Du schaffst es dort rein. Geil, Ziel erreicht. Dann wirst du dir allerdings vielleicht denken, irgendwie jetzt an meiner Uni, so krass war jetzt das Netzwerk nicht. Und ich habe jetzt auch nicht so eine Connection mit den Leuten, mit denen ich studiert habe. Oder jetzt jemand ein Jahr unter mir, zwei Jahre über mir, so leicht ist da jetzt nicht Kontakt aufzubauen. Dann denkst du dir vielleicht, nachdem du da drei, vier Jahre arbeitest, die Leute, die jetzt an den Privatunis studiert haben, an den typischen, die haben irgendwie ein krasseres Netzwerk, die kennen noch mehr Leute in den PIs, in den Konzernen und so weiter. Die können irgendwie viel besser auf ihr Alumni-Netzwerk zurückgreifen. Hätte ich nicht mal die 45.000 Euro damals irgendwie in die Hand nehmen sollen, mir das irgendwie finanzieren sollen. Hätte sich das nicht gelohnt, wirst du dir womöglich denken. Weil du wirst ja dann denken, ja okay, jetzt rückblicken war das echt nicht so viel, wenn ich jetzt meine 300k oder so im Jahr verdiene. Vorausgesetzt natürlich, du schaffst dort rein. Das war Variante A, du studierst staatlich, schaffst da rein. Dann wirst du ja halt immer denken, was wäre gewesen, hätte ich zusätzlich noch die Vorteile von der Privatuni gehabt. Variante B, du studierst staatlich, schaffst es nicht dort rein. Dann wirst du dir natürlich immer die Frage stellen, okay, scheiße, hätte ich jetzt die Vorteile von der Privatuni gehabt, vielleicht bessere Noten geschrieben, besseres Netzwerk, bessere Firmenkontakte und so weiter und so fort, hätte ich es dann nicht vielleicht doch schaffen können? Hätte ich es nicht vielleicht schaffen können, diese Traumkarriere einzuschlagen, die ich mir immer vorgestellt habe? Und dann in beiden Szenarien wirst du halt sagen, eigentlich hätte es sich schon gelohnt, an eine Privatuni zu gehen. Gleichzeitig, andere Variante, wenn du an der Privatuni studierst, du schaffst es dort rein. Wie gesagt, Beispiel habe ich schon ein paar Mal genannt. Nach ein paar Jahren werden sich die 40.000, 45.000 Euro für das Bachelorstudium, wirst du sagen, ja okay, come on,
habe ich halt ausgegeben, jetzt verdiene ich das irgendwie in einem Quartal oder so. Und in der Variante B, du studierst an einer sehr guten Privatuni und schaffst es nicht mal dann dort rein. Dann wirst du auf jeden Fall wissen, an einer staatlichen Uni wärst du komplett untergegangen. So. Ich sage jetzt absolut nicht, dass hier jeder kopfüber nach diesem Video bei der WAU, an der Frankfurt School etc. die Türen einrennen sollte. Absolut nicht. So ein Studium an einer sehr guten Privatuni sollte wohl durchdacht sein. Da sollte man sich wirklich Gedanken machen. Macht das Sinn? Habe ich auch diese hohen beruflichen Ziele? Weil nur bei solchen hohen beruflichen Zielen rentiert sich so ein Investment. Gleiches für den Master. Es lohnt sich nur dann, 40, 50, 60k für einen Master an einer Top-Business School in die Hand zu nehmen, wenn man danach auch vorhat, Karriere zu machen, damit sich das auch lohnt. Aber wenn das gegeben ist, dann sollte es zumindest mal eine Option sein, die du wahrnimmst. Weil zum Beispiel für mich, rückblickend, hätte ich gewusst, okay, ich habe da einen Partner an meiner Seite, eine Karriereberatung, mit der zusammen ich da echt mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit da oben reinkommen werde. Weil ich traue mir das zu, ich werde auch diszipliniert dran arbeiten. Die haben genug Erfolgsstories produziert mit einer schlechteren Ausgangssituation als ich, die es da auch reingeschafft haben. Warum soll es bei mir nicht klappen? Dann hätte ich mir darüber mal ein bisschen Gedanken gemacht. Dann hätte ich mal geschaut, okay, kann man da irgendwie über verschiedene Verwandte vielleicht das Geld irgendwie dennoch zusammenfinden? Oder vielleicht kann man da eine Lösung machen, dass man sagt, okay, die Hälfte von so einem Privatuni-Studium finanziert man, die andere Hälfte, also finanziert man selbst, die andere Hälfte macht man zum Beispiel über einen Studienkredit oder über einen umgekehrten Generationenvertrag. Bitte werft euch jetzt nicht hier in einen 50.000 Euro Kredit, nur weil ihr dieses Video angeschaut habt. Bitte macht das nicht. Aber es wäre zumindest eine valide Option gewesen, sich das mal anzuschauen. Gleichzeitig hätte ich mal gucken können, okay, hätte ich vielleicht Anspruch auf einen BAföG-Freiplatz an der WAU gehabt? Hätte ich womöglich vielleicht schon, wenn ich das ein bisschen früher auf dem Schirm gehabt hätte, schon zu Studienstart ein Stipendium bekommen können, wo ich dann auch nochmal irgendwie 4-5k im Jahr bekomme oder so. All solche Optionen sollte man schon durchaus durchspielen, wenn man diese hohen beruflichen Ziele hat. Und ich muss rückblickend sagen, ich bin sehr zufrieden damit, weil ich zum Beispiel den Jonas an der Goethe-Uni kennengelernt habe etc. Das hat jetzt alles sehr gut funktioniert. Aber wäre all das gleich gewesen, wäre ich dennoch lieber an der Privatuni gewesen, weil ich dann nochmal ein noch größeres Netzwerk, also ich sage mir jetzt nicht, dass mein Netzwerk jetzt nicht groß wäre, aber ein noch größeres Netzwerk hätte und noch mehr Introductions bekommen würde zu den ganzen Firmen, weil halt jemand, der vor 4 Jahren an meiner Privatuni studiert hätte, eine viel, viel bessere Zugehörigkeit mit mir hätte, als jetzt irgendwer, der vor 4 Jahren an der Goethe-Uni war. Und auch die Studenten irgendwie an der Goethe-Uni, jetzt vielleicht nicht dann die allergrößte Zugehörigkeit mit mir haben, aber dann die Leute von meiner Privatuni vermutlich eine krasse Zugehörigkeit mit mir hätten, weil da einfach die Klassen kleiner sind, weil es dort viel mehr Alumni-Netzwerk-Events gibt und. So, das ist der eine Punkt. Das heißt, aus diesem Netzwerkaspekt würde es sich lohnen. Und der zweite Punkt, weshalb ich halt sage, hey, eine Privatuni ist definitiv eine valide Option. Ich weiß nicht, wie oft ich mich über die Goethe-Uni aufgeregt habe. Ich weiß nicht, wie oft ich da saß und dachte, ey, das kann es doch jetzt nicht sein, wie diese Klausur korrigiert wurde oder wie diese Klausur gestellt wurde. Das kann es doch nicht sein. Und ich weiß, dass sehr, sehr vielen Leuten an staatlichen Unis auch so geht. Und ich weiß, dass es auch an den Privatunis mal eine blöde Klausur gibt. Aber das ist auf keinem Level mit dem, was du teilweise an staatlichen Unis hast im BWL-Studium. Und wenn du an der staatlichen Uni eine Kackklausur gestellt bekommst, natürlich regen sich dann die ganzen Leute auf, die durchfliegen in den anonymen Foren, aber nobody cares. An den Privatunis werden vielleicht auch mal schwierige Klausuren gestellt, aber es ist nie unter aller Sau. Das heißt, du weißt an der Privatuni durch oder deutlich eher, deine harte Arbeit, die du zum Beispiel ins Lernen reinsteckst, die wird sich bezahlt machen. An einer staatlichen Uni kann sein, der Dozent hat einfach mal keinen Bock auf den Jahrgang und lässt 70-80% einfach mal durch eine Klausur durchfliegen. Und du hast ultra krass gelernt, bestehst trotzdem ganz knapp mit einer 3-0. Dann hast du eine scheiß 3-0 in deinem Zeugnis drinstehen. An einer Privatuni würde sowas einfach nicht passieren. Und deshalb, wenn du weißt, du wirst dort reinkommen, du wirst Gas geben, du willst es machen, dann ist halt so ein Investment von 40-50k später ein Witz. Und wenn dir das den Weg leichter macht, dort reinzukommen, wenn du in der Zeit, die du sparst, weil du nicht ganz so viel lernen musst, weil du nicht ganz so krass dich anstrengen musst beim Netzwerken und so weiter, wenn du in dieser Zeit andere Sachen machen kannst, dann wird sich das sehr, sehr stark lohnen. Weil am Ende des Tages kommt es einfach nur darauf an, schaffst du es dort rein oder schaffst du es nicht dort rein.
Und wenn du es dort reingeschafft hast, ob du jetzt summa summarum in den 3, 4 Jahren, wo du studierst, insgesamt inklusive Essen, Lebenshaltungskosten und so weiter, insgesamt vielleicht 20.000 gezahlt hast oder 60.000, macht dann später bei den Gehältern keinen Unterschied. Das heißt, überlege dir die Option, ob das nicht eine valide Option wäre. Bitte nicht jetzt kopflos in irgendwelchen Kredite oder so reinstürzen oder so, sondern wirklich schauen, ist das valide für mich und bin ich mir sicher, dass ich es dort reinschaffe. Und was ich dir wirklich empfehlen würde, ist, dass du mal mit uns das Gespräch suchst. Weil wenn du uns an einer Seite hast, wir haben so viele Erfolgsstories produziert, zum Beispiel den Tim, auch das Studium an der Frankfurt School, sieht man da hinten, wenn ich mal in die Richtung gehe. Da hinten an der Frankfurt School, Studium finanziert über einen umgekehrten Generationenvertrag. So, ist direkt zu uns gekommen, oder was heißt nicht direkt, hat erst selber ein bisschen versucht, hat gemerkt, auch wenn man an einer Privatuni studiert, nur das alleine bringt dich da auch nicht rein. Hat nicht ganz so gut geklappt, dann ist er zu uns gekommen am Ende vom ersten Semester. 3 M&A-Praktika, jetzt ist er bei Morgan Stanley nächstes Jahr in London. Und wir haben genug andere Beispiele, dass du halt siehst, okay, wenn ich das mit Pumpkin mache, dann ist da, der Weg ist klar für mich. Ich bekomme immer die besten Techniken und Systeme an die Hand. Ich habe ein geiles Netzwerk, das heißt, es liegt nur noch an mir. Das heißt, geh mal mit uns in den Austausch. Wenn du dir überlegst, BWL zu studieren, wenn du vorhast, Karriere zu machen bei Top-Firmen, dann macht das extrem viel Sinn, das mit einem durchdachten Plan zu machen, weil du massiv viele Vorteile dir aufbaust, weil es da auch um eine Menge Asche geht am Ende des Tages. Und das wäre einfach fahrlässig, wenn du so eine Option, wie wir sie dir heute anbieten können, nicht wahrnimmst. Das heißt, wenn du da Lust drauf hast, gerne mal auf pumpkincareers.com gehen, findest du unten noch in der Videobeschreibung verlinkt. Einfach mal bewerben über unsere Webseite oder schau dich zuerst noch um auf der Webseite und dann bewirb dich. Da machst du mal einen Termin aus für ein Vorgespräch, da schauen wir uns mal deine Ausgangssituation an, schauen uns mal deine Ziele an. Wenn das passt, dann machen wir einen Termin aus für die Status Quo-Analyse, wo wir wirklich mal 1,5 bis 2 Stunden deine nächsten Jahre durchplanen können und dir auch genau zeigen können, okay, das wäre möglich, das wäre möglich, das wäre möglich. Und dann kannst du gemeinsam mit uns entscheiden, ob wir da auch langfristig zusammenarbeiten im Rahmen von unserem Coaching-Programm oder nicht. Aber das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Mach jetzt nicht unbedacht irgendeine Entscheidung, aber halt es dir zumindest mal offen, ob das nicht eine valide Option wäre. Wie gesagt, du kannst es genauso gut reinschaffen, auch von sehr guten staatlichen Unis. Definitiv, gar keine Frage. Man muss das nicht machen, aber es ist zumindest eine Option, über die man mal nachdenken sollte. Und ich rückblickend hätte diese Option vermutlich wahrgenommen, weil ich einfach langfristig denke. Und langfristig ist das nicht viel Geld. Das war's mit dem Video. Ich freue mich sehr, wenn dir das Ganze gefallen hat und du einen Daumen hoch gibst. Schreib mir gerne auch deine Meinung unten in die Kommentare. Ich bin mir sicher, dass es auch einige Leute geben wird, die mir gar nicht übereinstimmen. Wichtig, langfristig denken, nicht über Kopf da jetzt reinstürzen und dann bei uns mal bewerben. Bis dahin, viele Grüße, euer David.